Und Teil 2 des Rückblicks auf der Republik die Sintflut. Unser Album, das 2014 erschienen ist. Und dann haben wir uns entschieden, unseren Song damals Sündige Jungs, vielleicht einfach auch nicht mehr aktuell. Deswegen ist das, und vielleicht das Video einfach auch nicht gut, aber haben gesagt, ja, wie machen wir das? Wir hatten zu dem Zeitpunkt weder die Kohle für irgendwie einen professionellen Videodreh. Wir hatten eigentlich auch nicht die Locations dazu und eigentlich auch gar keinen Plan, wie man das macht. Dann haben wir alles, was wir an Kameraequipment hatten, zusammengepackt und gesagt, ja, wir drehen ein Video. Und die Frage war, ja, wie eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, lass Freunde einladen, Bier kaufen und wir gehen an eine Grillstelle und dann machen wir so ein bisschen Pogo und was weiß ich. Ja, das kann ja nicht alles sein. Ja, machen wir noch ein paar Bandszenen im Raum, also in unserem damaligen Proberaum. Und es ergibt so in sich, gibt dieses Kunstwerk nicht viel Sinn. Dann haben wir das Video so abgedreht und währenddessen uns auch gedacht, ja, wieso verkleiden wir uns nicht eigentlich im Proberaum? Das ist doch eine nette Idee. Dann hat irgendwie jeder außer ich immer wieder verschiedene Verkleidungen angehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass Max eine Totenkopfmaske anhatte. Tobi hatte verschiedene Verkleidungen an, einmal einen Morph-Suit und Marci hatte so einen Professoren-Doktor-Kittel an. Ich kann mich nur erinnern, dass irgendjemand seinem Kind das vorgespielt hat und gemeint hat, hier der gruselige Doktor oder so. Ja, und dann haben wir das halt so abgedreht und gedacht, ja gut, das wird schon gut gewesen sein. Sicherlich hohe Qualität, die wir da geliefert haben. Und haben das rausgehauen und ich glaube, witzig gefunden wurde es schon, aber der Durchbruch, den hat es natürlich nicht gebracht. Wir haben es dann nachher rausgenommen, da war dann auch eine etwas anstößige Schlussszene mit drin, über die wir einfach nicht sprechen müssen. Und ja, vielleicht schalten wir das dann mal wieder frei, dass ihr mal reingucken könnt. We don't do that here. Aber ihr könnt den Song auf jeden Fall hören auf unserem Album, überall zu streamen, zum Beispiel auf Spotify, Deezer und Co. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Album. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind die Welle.